Thomas Ettenberger von der Silfretta Montafon. Wie zufrieden seid ihr mit der bald abgeschlossenen Saison? Grundsätzlich sind wir zufrieden mit der heurigen Saison. Wir haben einen super Start gehabt in die Saison. Noch vor Weihnachten der Weltcup Montafon mit dem Skicross und Snowboardcross. Der hat uns ein Stück weit über eine relativ schwierige Situation im Jänner hinweg geholfen. Wir haben den richtig gut Schnee gekriegt, also Pisten sind perfekt benannt. Wir haben letztes Wochenende die Open Faces Freeride Series bei uns gehabt, was sehr erfolgreich war. Und wir werden jetzt, wenn ich mir jetzt das Wetter anschaue, kommt nochmal richtig Schnee, aufs Wochenende plant er oder bringt er schön Wetter. Das wird nochmal ein richtig schöner März werden mit Sonnenskilauf und dann haben wir am 2.4. der Gabalier bei uns. Das wird, denke ich, ein richtig würdiges Saisonfinale werden, wenn wir dann am 10. April auf der Hochjochseite die Skisaison beenden und uns für den Sommer richten. Sie haben es gerade angesprochen, der Wetterbericht. Wenn man nun auf die Saison zurückblickt, war zur Hochsaison der Schnee eher Mangelware. Nun, wo die Saison so gut wie gelaufen ist, kommt er. Wie geht man als Skigebiet mit solchen Situationen eigentlich um? Also es ist, glaube ich, in der Medien irgendwo schlimmer dargestellt worden, als wie es ist. Ich habe das Glück, dass ich eigentlich direkt neben dem Skilift arbeite. Bin eigentlich sehr oft unter der Woche auf der Skipiste unterwegs gewesen. Ich muss sagen, die Pisten waren eigentlich durchwegs in einem richtig guten Zustand. Natürlich, ich muss sagen, ohne künstliche Beschneiung wäre es die Saison wahrscheinlich nicht in der Qualität möglich gewesen. Das heißt, da sind wir sehr froh und bietet sicher noch Potenzial, dass man auch das Thema nochmal angeht und einfach auch nochmal ausbaut. Aber wie gesagt, grundsätzlich, jetzt ist der Schnee da, der Februar war schon gut, der März wird richtig gut werden. Von dem her sind wir da eigentlich sehr positiv. Sie haben auch schon angesprochen, dass es bei der Silfretta Montafon sehr viele Events gibt. Wenn man an den Weltcup Montafon denkt, zum Saisonauftakt, nun das Open Faces. Ist sowas eigentlich immer notwendig oder geht es auch ohne? Also wir als Silfretta Montafon haben uns auf die Fahne geschrieben, das sportlichste Skigebiet zum See. Das zeigen nicht nur unsere Pisten, das zeigen einfach auch das Rahmenprogramm, das wir unseren Gästen bieten. Und da sind einfach sportliche Highlights wie der Weltcup Montafon, Open Faces oder der Andreas Gabalier jetzt zum Saisonfinale sind eigentlich, ich denke, ein Markenzeichen für uns, das zeichnet uns aus. Und wir bieten auch nebenher einfach sehr viele solche Events. Also wir haben eigentlich Montag bis Sonntag fast an jedem Tag irgendein anderes Event für unsere Gäste. Nicht nur sportlicher Natur, aber auch vielfach kulinarischer Natur denn. Sie bieten dem Gast also sehr viel. Ist das heutzutage notwendig? Hat der Gast immer höhere Erwartungen, die auch erfüllt werden müssen? Und wenn ja, wie sehr setzt Sie das als Skigebiet auch unter Druck? Also unter Druck setzt es uns nicht wirklich. Wir machen das ja gern. Und wir haben auch als Silfretta Montafon einfach die Möglichkeit, dem Gast eigentlich ein perfektes Erlebnis zu bieten. Dadurch, dass wir nicht nur die Bergbahnen bei uns haben, sondern eben auch die Gastronomie oder den Skiverleih. Dementsprechend sind wir einfach in der Lage, dem Gast so ein relativ einmaliges Angebot zu bieten. Das nützen die Gäste sehr gern und ist eigentlich als komplementär zum eigentlichen Skifahrer zum Sachen. Und unterscheidet sich sicher auch von vielen anderen Skigebieten im Alpenraum.